Wie sind Sie denn zu Ihren Studienteilnehmerinnen gekommen? In Form des Schneeballverfahrens. Gerade in meinem Bekanntenkreis habe ich herumgefragt, ob jemand jemanden kennt. Mhm. Haben Sie irgendwie was Besonderes noch berücksichtigt bei der Auswahl? Mir war es wichtig, dass ich Bezug zu meinem theoretischen Teil, da habe ich bereits eine Definition aufgestellt, was wer zur sozial benachteiligten Gruppe gehört. Und da war es mir wichtig, dass 3 Auswahlkriterien aus diesen theoretischen Definitionen mit integriert waren in der Auswahl. Meine großen Kriterien sind ja 3. Erstens will ich vor allem mit Frauen bei der Innenpolizei sprechen, mit Menschen mit sichtbarer Migrationsbiografie. Und das dritte sind queere Personen. Mhm. Das ist aber natürlich auch die Schwierigkeit, weil nicht alles davon ist jetzt auch so, dass ich sehe, ah super, du passt jetzt in das Schema und du in das. Und das ist ja auch nochmal die Schwierigkeit, welche Kategorien benutze ich. Ich persönlich arbeite an der Uni, auch Teilzeit. So, ich habe dann meine Kolleginnen gefragt. An der Uni gibt es viele Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Das ist so ein, vielleicht kann man sagen, ein Uni-Phänomen auch. Und auch, ich bin gleichzeitig auch die Studentin. Es gibt auch viele Studienkolleginnen, die auch neben dem Studium Teilzeit arbeiten. So, eigentlich an der Uni war sehr, sehr einfach, die Teilnehmerinnen zu finden. Und dann habe ich weiter gefragt, okay, haben Sie jetzt die Freundinnen, die auch Teilzeit arbeiten und vielleicht die Kinder auch haben. Was ich jetzt so festgestellt habe, was wahnsinnig hilfreich ist, ist vor allem andere Leute zu kennen und die auch gut zu kennen, die wiederum jemanden kennen. Also bestes Beispiel, ich habe jetzt eine Freundin und die meinte, aha, mein Bruder ist ja auch bei der Polizei übrigens, ja komm, ich frag den. Mhm. Super, sie wusste nicht mal viel über mein Projekt erzählen und er hat einfach ja gesagt, passt, macht er mit so. Klar, der nächste Schritt ist, ich rede dann nochmal mit ihm und erkläre ihm das. Naja, man versucht ja zumindest immer eine möglichst heterogene Zielgruppe auch zu erreichen für gerade auch ein Experiment oder eine Studie. In der Praxis hat sich es bei mir aber auch so herauskristallisiert dann, dass man eben auf die Ressource, die man halt an einer Fachhochschule hat, zurückgreift und das sind normal Studierende und da wurden eben Freunde, Bekannte akquiriert, beziehungsweise habe ich es dann auch einfach in verschiedenen Gruppen publiziert, dass ich Teilnehmerinnen für ein Experiment suche. Natürlich, wenn man da etwas zu einem Thema schon ein bisschen preisgibt und das jetzt auch ein Thema ist, das durchaus den Zeitgeist trifft, sage ich mal, dann findet man auch genug Teilnehmende. Wir haben jetzt zum einen Teil eben Mitglieder befragt, und zum anderen Teil auch Nichtmitglieder eben der Gewerkschaft. Mhm. Ja, gut. Die Mitglieder haben wir so erreicht, dass wir mit einem Gewerkschaftsvertreter eben gesprochen haben, wobei wir dann eben Mitglieder ausfindig machen haben können und dann auf die zugegangen sind, die dann gefragt haben, hauptsächlich per Mail. Und die Nichtmitglieder haben wir so erreicht, dass wir wirklich geschaut haben in die Lehrveranstaltungen, was für Unterrichtende, was für Professorinnen können uns dabei helfen. Mhm. Ich habe einen Arbeitgeber, bei dem ich die Studie durchführen habe können und da auch ein Tochterunternehmen als Vergleichswert herangezogen und genau, habe da eigentlich dann die eingeschränkt, für welche geografischen Units meine Studie relevant ist. Gab es da besondere Herausforderungen für die Auswahl? Einerseits war natürlich das Thema mit Popularität oder Mitmachfreude ein Thema der TeilnehmerInnen oder der MitarbeiterInnen. Also ich habe intern schon einige Trommeln gerührt sozusagen oder getrommelt. Und ansonsten hat es aber eigentlich für mich sehr gut funktioniert. Also gemeinsam mit dem Unternehmen zu arbeiten hat mir einige Kopfschmerzen, die ich von anderen mitbekommen habe, auch erleichtert. Genau. Mhm. Es ist so, dass einfach oftmals die Zeit nicht da ist oder dass die Zeit nicht genommen wird. Mhm. Und somit haben wir viel Absagen bekommen. Ja, die Rekrutierung an sich hat eigentlich sehr gut stattgefunden, aber gerade bei einem Experiment, wo man halt immer nur mit einer teilnehmenden Person im besten Fall gleichzeitig arbeitet, zumindest wie mein Setting jetzt aufgebaut war, muss man halt auch wirklich genügend Zeit zwischen den einzelnen Teilnehmenden einplanen, denn die eine Person braucht halt länger, die andere braucht kürzer. Mhm. Also ich habe schon mal eine Studie mit Geflüchteten gemacht in der Ukraine, jetzt spreche ich ja mit Polizeikräften und da ist natürlich die Problematik, die sind aus einer Organisation, in der sehr viel vorgegeben wird, wie hat man zu sprechen, worüber, vor allem wie auch, nicht einfach nur was, könnte auch zu Problemen werden. Sie haben uns ja jetzt erzählt, dass Sie ja Webseiten analysiert haben. Wie kam es denn zu der Auswahl von diesen Webseiten? Haben Sie jetzt alle Webseiten von Fachhochschulen in Österreich hergenommen oder haben Sie eine bestimmte Auswahl getroffen? Und wenn ja, wie kam es zu dieser Auswahl und warum gerade Fachhochschulen? Das ist im Gespräch mit meiner Betreuerin entstanden. Also prinzipiell wollte ich mir eigentlich nur die FH Oberösterreich genauer ansehen.
Und um das sozusagen dann im Rahmen einer Masterarbeit umsetzen zu können, hat mich meine Betreuerin dann darauf hingewiesen, ich könnte mir ja den gesamten tertiären Sektor der Fachhochschulen ansehen. Also der gesamte tertiäre Bereich Österreichs wäre ein bisschen zu groß gewesen. Mhm. Und die Fachhochschulen bieten da einen geeigneten Rahmen. Und Websites sind ja öffentlich zugänglich. Das heißt, das waren eben auch Daten, die ich leicht herunterladen konnte, die ich leicht analysieren konnte, im Gegensatz zu zum Beispiel Skripte oder ähnliche Unterlagen, die intern dann bei den Fachhochschulen eben nur vorliegen. Jetzt haben Sie auch noch gesagt, Sie haben die Webseiten heruntergeladen. Jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, ja, wieso, das ist ja eh ständig online. Warum haben Sie dann auch noch den Content heruntergeladen? Ja, ich brachte ja einen Untersuchungsgegenstand, der statisch ist. Die Websites werden natürlich immer wieder aktualisiert. Und so eine Analyse führt man ja nicht in 5 Minuten durch, sondern das dauert vielleicht ein paar Stunden. Und in diesem Zuge brauchte ich einfach Daten, die statisch sind. Welche Tipps würden Sie jetzt hinsichtlich Teilnehmerinnen finden, anderen Studierenden jetzt mitgeben? Der Punkt, der da wahnsinnig hilfreich ist, aber das ist vom Thema unabhängig, ist einfach Schneeballverfahren. Also sobald man irgendwie den Fuß in der Tür hat, ob es jetzt um offizielle Anfragen geht, irgendwie keine Ahnung, ich rede mit Leuten, die auf höherer Ebene stehen oder auch jetzt mit Polizeikräften oder auch Geflüchteten, wie auch immer, sobald ich mal wen irgendwie interviewt habe und es gut lief, die Person sich wohlgefühlt hat mit mir, irgendwie auch eine Sympathie da ist, dann kann man immer fragen, hey, du, ich suche noch andere Leute, kannst du mir da nicht wen vermitteln? Und ich glaube, wie gesagt, dass man sich früh genug Gedanken machen muss, dass man vielleicht auch etwas Marketing für sich selbst betreiben muss und für die Studie, die man durchführen will, also was hat auch das Unternehmen, mit dem ich das mache, davon, dass man sich wirklich mit einem Thema auseinandersetzt, also wie kann das Unternehmen das dann verwerten und ja, etwas Trommelwirbel schaut da nicht. Wenn ich nicht so viel Zeit habe für ein Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir Gruppen suchen oder ein Thema suchen, bei dem ich Leute befrage, wo der Feldzugang einfach ist. Ich würde jetzt nicht für eine Bachelor- oder Masterarbeit groß empfehlen. Master vielleicht noch eher, weil man mehr Zeit hat. Aber auf jeden Fall nicht für Bachelorarbeiten jetzt irgendwie, ich rede mit Geflüchteten oder ich rede mit Polizeikräften, weil das einfach super sensible Gruppen sind, wo man auch viel falsch machen kann, die man nicht einfach so sieht, weil es nicht auf der Stirn steht, wo es auch Probleme geben kann und es einfach langwierig ist, auch mit dem Feldzugang. Nicht meiner, dass vor 20 Interviews, die man geplant hat, die ersten 20 gleich ja sagen. Okay. Sprich, man soll sich vielleicht ein bisschen breiter aufstellen, so dass man Ausweichmöglichkeiten hat. Outgoing sein, Leute kennenlernen und auch einfach anquatschen. Wenn ich mittlerweile alles anquatsche auf jeder Konferenz so oder auch bei Studierenden so, hallo, kennt ihr nicht Polizeikräfte so? Wirkt erstmal vielleicht komisch, aber dann erkläre ich ein bisschen mein Anliegen und dann passt das auch. Ich habe schon im Vorfeld, also einige Monate bevor ich dann tatsächlich die Umfrage gestartet habe, natürlich in meinem Netzwerk im Unternehmen schon sehr viel darüber gesprochen und die Leute animiert mitzumachen, wenn es dann soweit ist. Ich habe dann auch in einem Mailverteiler ganz klassisch die Umfrage beschrieben und habe in den Betreff bitte um eure Mithilfe reingeschrieben und ich glaube, das war tatsächlich ein großes Plus. Also ich glaube, da geht es auch darum, wie gut verkauft man intern sozusagen die Studie. Und wie gehen Sie da mit dem Bias um? Welchen Bias meinen Sie? Naja, durch dieses Schneeballverfahren oder durch dieses, man wird weitervermittelt, man kriegt dann nur Personen, die ja sagen. Ja gut, das ist schon ein valider Punkt auf jeden Fall, der immer gerne aus der quantitativen Perspektive eingewendet wird, wenn es um qualitative Forschung geht. Meine Antwort ist da, manchmal muss man auch einfach pragmatisch sein. Also ich habe nicht ewig Zeit, das sind leider auch die Zwänge, die ökonomischen Zwänge vom Wissenschaftssystem. Ich muss manchmal auch pragmatisch sein und ich glaube auch einfach daran, dass man mit qualitativen Methoden das sehr gut auch bearbeiten kann. Einerseits in der Auswertung auch berücksichtigen kann, andererseits ist aber auch im methodischen Teil auch sehr stark reflektieren kann auch für sich und dann auch noch mal gezielt vielleicht auch nach anderen Interviewpartnerinnen auch suchen. Und seien wir mal ehrlich, bei einer quantitativen Befragung, vor allem wenn sie online ist, werde ich auch vor allem Leute haben, die Interesse daran haben, die mitmachen. Gibt es hier irgendetwas, was Sie Studierenden raten würden, insbesondere wenn man Experiment durchführt? Ja, wirklich dieses Setting immer komplett gleich aufzubauen, komplett gleich durchzuziehen, auch wenn man jetzt vielleicht mit der einen oder anderen Person etwas in einem näheren Verhältnis steht, genauso die Texte gleich vorzulesen, genauso das Setting 1:1 gleich zu erklären, dass es da halt wirklich keine Verfälschungen in irgendwelchen Items gibt. Jetzt ist ja Ihr Studiendesign doch ein spezielles Studiendesign, eben ohne Studienteilnehmerinnen. Jetzt stellt sich aber schon die Frage, ob Sie vielleicht irgendwelche speziellen Tipps haben für Personen, die vielleicht so etwas Ähnliches, so eine Inhaltsanalyse von Material, eben wie Webseiten oder Social Media Content machen, und so spezielle Tipps für die Auswahl von solchem Material? Also prinzipiell lässt sich sagen, wenn man toolgestützt arbeiten kann, dann ist es sehr empfehlenswert. Also der Download der Webseiten manuell
durchzuführen. Das wäre für mich nicht möglich gewesen. Und prinzipiell empfiehlt es sich natürlich, Daten zu analysieren, die öffentlich zugänglich sind. Dann bin ich nämlich nicht davon abhängig, dass mir andere Personen die Daten erst liefern. Mhm. Und ich habe sozusagen auch Materialien, die eben für die Allgemeinheit auch zugänglich sind. Genau.